4, passt. Ganz genau, so wollte ich das haben. So, jetzt muss ich das, das. Gut, jetzt sieht man hier halt die Pipe, aber ja, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Hä? Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt auch egal, ob man jetzt da die Pipe sieht. Warum was auch immer. Und draußen in der Gartenkiste. Und irgendwie bekomme ich hier gerade keine Erde. Warum auch immer. Hey. Hier bauen wir noch zu. Ah. Der Vollständigkeit halber. So, dann kommt hier der Assembly Table hin. Putz. Ja, halt, doof. Halt. War doch nicht das Ding, ich brauch doch das Ding. Und bei der Musik, die hier gerade läuft. Kein Wut. Komisch, ich höre die. Ich habe die Playlist, meine ganze Playlist, habe ich jetzt schon zigmal durchgehört von Kevin MacLeod. Hab ausgemistet und immer noch finde ich Dinger, die ich einfach nicht hören will. Ich brauche Holz. Das will ich mehr haben. Wir haben noch Holz, aber. Nicht so viel, wie ich brauche. Ach ja, genau, ich wollte ja auch mal diese Dinger hier machen. Warte mal. Wie waren die noch mal? Ich glaube, man braucht Pflasterstein und Glas. Ah ja, so war ich schon die Hälfte davon. Haut mal das Glas hier in die Mitte und hier Pflasterstein, ne? Genau. 4, 5, 6, 7. Ich brauche noch 3, aber ich habe zu wenig Holz. Zu wenig Platz im Inventar. Dann braucht man noch Kies, wenn ich mich recht. Das kombiniert man genau. Dann kriegt man diese Strukturrohre und mit den Strukturrohren kann man. Kann ich mir nochmal Holz herstellen? Holz. Geometer war das auch, ne? Ja, einmal in die Mitte oben. Gott, ey, wir sind so faul, dass wir Holz aus dem Geometer. Ich will ja zwar Holz machen, aber ich habe jetzt gerade eins. Nicht so. Genau, ich mache nochmal 16 und habe ich. Ich meine, ich würde es ja gern machen, nur. Oh, nein, ich doch noch nicht. Gut, dann muss ich das hier auf Ausgang umstellen. Jetzt wird nämlich. Moment, das wegen muss ich. In einem blöden Teil. Umstellen. So, jetzt wird nämlich permanent Energie ausgegeben. In den Assembly Table zum Beispiel. Und jetzt könnte ich, genau das wollten wir ja auch noch machen, habe ich Glas noch dabei. Wieso ist mein Glas jetzt weg? Wo ist das hin? Da ist das hin. Und zwar wollten wir hier nämlich hier so zack und zack, wollten wir hier noch ein bisschen Glas einbauen, dass wir wissen, wann hier, ob hier noch die Items durchlaufen, ob da alles so akkurat ist, wie es sein soll. Wie viel? 8 Stück von denen, also 1, 2, 1, 4, 6, 7, 8, also 6 Stück. Also 6 Cover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben wir. Das Zeug brauche ich. Hier muss ich mal ein paar Overclocker-Updates reintun, beziehungsweise eins in die Recycler, dann laufen die ein bisschen schneller. Das war auf Vitra drauf. Und dann verarbeitet in den Recycler müssen wir nur ein Ding reinmachen. Ein Overclocker-Upgrade, weil dann verarbeitet der Recycler so schnell wie der Induction der Igneous Extruder produziert. Mal schauen. Ja, okay. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust, weil da brauchen wir wieder Wasserzellen und hin und her und da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, ich kann das ja mal ganz kurz jetzt demonstrieren. Ich lege jetzt mal einen Stein mit rein, zusammen mit dem Strukturrohr und kann mir jetzt halt hier. Hey, was ist denn jetzt hier los? Mann, öffnet rum. So, genau, der Assembly Table, der läuft jetzt halt genauso gut wie vorher. Chest, Kevin. Das ist jetzt ein Hungry Chest. Können wir auch hier hinstellen. Bringt doch nicht viel. Na komm, lauf jetzt endlich durch, du blödes Item. Ich glaube, ich mach da mal Goldrohre hin, dann geht das schneller. So, jetzt haben wir hier nämlich Fassade Stein und mit der Fassade Stein können wir jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt hier hingehen und einfach zack machen. Und jetzt sieht man da hinten die Pipe nicht mehr, die Diamantpipe.
Aber man kann auch drauf zugreifen. Und alles. Wenn man so guckt, dann sieht man sie schon. Das könnten wir jetzt theoretisch hier auch machen. Dann musst du aber da auch hin machen. Kannst du es nicht kaputt machen. Du musst es komplett kaputt machen. Das komplette Rohr. Das geht das nicht. Hast du die? Stumpf. Ja, ich hab sie wieder drin. Du musst sie nur wieder einstellen, wie sie war. Also, nee, ich meine die Sachen. Die Fassade, ja, das hab ich. Und damit kann man jetzt dann halt Sachen verdecken. Jetzt, aber die Frage ist nur, ob wir das überhaupt wollen. Ja, du wolltest ja jetzt mal. Ich wollte es ja nicht mehr machen. Ich hab das auch erst gesagt. Ich wollte es halt nur mal, ich wollte es nur zeigen. Hangi Chess, du kannst mal was brennen. Haben wir irgendwas noch zum Brennen? Nö. Ich tu mal ein Stack Tin brennen, oder? Das. Kannst du machen. Damit man das mal sieht, einfach. So, ich mach jetzt hier oben ein Stack rein. Moment. Also Assembly Table läuft. Derzeit kommen hier meine, kommen hier die vier Geräte hin. Pulverizer, Induction Smelter. Die nebeneinander. Was ist denn jetzt kaputt? Warum stirbst du? Weil ich da unten rein bin. Shit, ich wollte dich noch mit Wasser retten, aber ich hatte nichts bei. Ist ja okay. Nee, sind doch beide mal gestorben heute. Ist doch gut. Ich habe aber jetzt auf einmal zwei Quantum. Oder? Nee. Hast du dich jetzt wieder, hast du jetzt wieder geglitscht? Ja, keine Ahnung. Hast du jetzt wieder geglitscht? Ey, das gibt's nicht. Wo ist meine Hose? Glitscht hier immer ein. Hast du die aufgenommen oder liegt die noch da oben? Ich habe keine Hose. Hä, wo ist sie jetzt hin? Da, warum sehe ich das nicht? Muss aber hier immer noch, der Helm ist da. Habe ich jetzt alles? Mein Inventar war sowieso voll. So, jetzt muss ich hier nur mal schnell die Dinger einstellen. Also, das ist das, genau. Redstone brauchen wir nicht. Ich bin zu weit gerannt. Ich glaube, ich muss hier mal so ein Gitter hin machen, damit man da nicht reinrennt. Ausgeben so, soll er nichts. Genau, er soll nichts ausgeben. Der Induction Smelter soll auch nichts ausgeben. Mann, jetzt nerv nicht. Mann, ich schalte immer zu viel. So. Der Magma Crucible, der soll nur nach links, nee, nach rechts ausgeben. Und der Liquid Tesseract soll nach links den Eingang haben. Genau, dann brauchen wir nämlich hier auch keine Pipe, weil das nämlich jetzt halt direkt hier rüber geht. Und dem direkt hier, ich stehe hier. Wo bist du hin? Gerade eben habe ich den noch gesehen. Hä, wo bist du hin? Ich stehe hier. Ja, wo? Ja, direkt vor dir. Hier ist keiner. Ja, aber ich sehe dich nicht. Oh Mann, dann mach einfach einen Reconnect. Ist das Spiel jetzt wieder zu stumpf, ey. Anmeldung fehlgeschlagen, danke. Toll. Warum das denn jetzt? Komisch, weil jemand da noch eine Verbindung gehabt. Was ist denn jetzt kaputt? Eine Datenübertragung. Hä? Ist denn jetzt wieder so doof? Ey, was jetzt schon wieder kaputt? Ey, willst du mich? Gib mir mal deine IP. Ja, kann ich machen. Weil. Ah ja, warte mal. Oh, was ist denn da? Warte. Nein, Fehler. Fail to verify username. Was? Internal Error java.io.ioe exception server returned. Ich guck grad mal was. Er meldet mich an. Anmelden. Also bei den Servern, bei Mojang ist alles in Ordnung.
Weil ich habe nämlich Online-Mode auf True und wenn dann... Anmelden, fehlgeschlagen, java.ioe, Expansion, Server, Returned, HTTP, irgendwas. Aber warum? Response-Code 503 vor URL, irgendwas. Zeige um 7 und Season... Also an der Ding liegt's nicht, an der... An der Sache hier. Du bist jetzt auch nicht mehr drauf, ne? Ne, ich bin auch gerade mal runter. Und bei mir meldet er jetzt auch ewig an. Und? Keine Ahnung, immer noch anmelden. Zur Not mache ich einfach kurz den Server aus und stelle. Ein Scheiß? Ja, ist bei mir auch so. Warte mal kurz. Ey, die haben die jetzt schon. Ey. Ich sterb einmal und schon ist alles wieder kaputt. Willst du mich? Ja, du bist schuld. Hoch? Hoch? Was hoch? Ich hab Minecraft minimiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Weißt du, ich mach einfach mal gerade Online-Mode in den Properties of False. Speicher das Ganze. Was habe ich jetzt geixt? Gut, ich habe nicht Audacity geixt. Ha, wer ist ja noch? Online-Mode false. So. Das heißt, man muss jetzt nicht angemeldet sein. Vielleicht haben wieder die Minecraft-Server irgendwie einen Aussetzer, was weißt du nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nicht mehr angemeldet sein und das heißt, wir können jetzt, wenn der Server wieder hochfährt, wir können jetzt wieder auf den Server. Was? Ah, jetzt. Anmelden. Oh, ich bin drauf. Ja, geht wieder. Wir sind jetzt sozusagen im Offline-Mode. Offline-Mode, aber ungemeldet. Ungemeldet, also ich bin online, nicht? Wow. Naja, ich bin drin. Ich meine, du hast dein Ding drin. Mein Skin hab ich. Mensch. Ja, ist ja egal jetzt. Schwing, schwing, schwing. Da haben wohl wieder die Minecraft-Server irgendwie einen Ausfetzer. Vor einem Zauber hab ich jetzt keine Lust mehr, jetzt wird viel gemacht. Das ist Zaubern. Das nicht, das ist Zaubern, das ist Zaubern. Das ist Zaubern. Das war noch Zaubern. Was? Jo. Schon mal Inventar leeren. Hast du ja gerade keine Lust mehr jetzt, ne? Ja, zu zaubern. Ich meine, wenn du jetzt fast eine Stunde, 13 Minuten da rumzauberst, dann. Ja. Wieder am liebsten. Dass es so lang braucht, ich hab gedacht, du bist weiter, naja. Ist ja egal, das eilt ja nicht, wir haben ja noch 200 Folgen Zeit. Ich bin jetzt vielleicht. Warte. Also, ich bin jetzt vielleicht gerade mal so bei der Hälfte vielleicht. Oder noch nur viel Hole ist, kommt auch ziemlich am Schluss, ne? Ja, entweder ist es das oder das. Das oder das. So, dann und jetzt sind hier diese ganzen Maschinen hier immer mit MJ bepowert, so wie ich das wollte. Theoretisch könnte ich jetzt halt noch hier Konfiguration sagen, hier oben Ausgang. Und könnt ihr da oben noch jetzt noch Kisten draufstellen, aber das ist ja jetzt mal egal. Brauchen wir ja nicht unbedingt. So, Strukturrohr können wir in der Montagebank lassen, das gehört ja da auch hin. Jetzt mache ich hier einfach einen Hebel an, Energy Cell wird aufgefüllt und wir müssen nie wieder Angst haben, dass hier irgendwas explodiert. Ist jetzt alles easy. So, noch alles entleeren. Uiuiui. Schön, gefällt mir. Was stehen jetzt noch so auf meiner To-Do-Liste? Was ist denn jetzt wieder? Ja, ist gut. HV-Solarpanel. Holzfarm machen. Trotzdem, auch wenn ich nicht in die Richtung vom Mikro gucke, ist es trotzdem noch laut. Ja, natürlich. Eigentlich ja, naja, egal. Weißt du was, wir gönnen uns mal was. Ein Project Table nochmal. Der kostet ja schon zwei, aber egal. Genau, gut, wenn ich den da weiß was, ich baue den einen hier mal ab. Und stell den da hin. Eigentlich produzieren die dann eigentlich immer weiter, wenn die hier voll ist. Ja, aber irgendwann brennen die, glaube ich, durch, da musst du abbauen. Also, wenn der voll ist, müssen wir sie ausmachen.
Ja, aber man kann es auch, ich habe auch schon geguckt, ob die Redstone Energy Cell vielleicht sagt, hallo, ich bin voll. Dann könnten wir das nämlich jetzt wieder mit Redstone regeln, ja, aber kann das man geht doch leider machen. Nicht. Nee, geht ja nicht.